Hallo und herzlich willkommen bei Eusen. Mein Name ist Osen und heute beschäftigen wir uns mit der Stoffgruppe der Sesquiterpenketone. Und wir haben ja schon gelernt, Sesqui ist Latein, bedeutet anderthalb mal so viel im Vergleich zu den Monoterpenen. Und bei den Monoterpenketonen haben wir genau das gleiche wie bei den Sesquiterpenketonen. Wir sehen es hier ganz gut, dass der Sauerstoff, die Carbonylgruppe, die sich in einer Doppelverbindung an ein Kohlenstoffatom hängt, macht das Sesquiterpen zu einem Sesquiterpenketon und bekommt dadurch wirklich ziemlich besondere Eigenschaften. Da schauen wir aber gleich ein bisschen detaillierter drauf. Wichtig für euch ist, die Sesquiterpenketone bringen in etwa die gleichen Wirkweisen mit, teilweise sogar noch stärker als die Monoterpenketone, jedoch ohne ihre Nebenwirkungen. Und das Damaszenon, jetzt nur mal exemplarisch, das kommt so mit knapp 1% im ätherischen Öl der Rose vor. Also die Sesquiterpene sind schon relativ selten, und da, wo wir sie finden, finden wir sie oft auch teilweise lediglich in Spuren in den ätherischen Ölen, bringen aber trotz ihrer Spuren in den ätherischen Ölen eine unfassbare Wirkung, sowohl körperlich, geistig als auch seelisch mit sich. Und wo finden wir sie noch? Zu nennen wäre zum Beispiel das Iron, das würden wir finden im ätherischen Öl der Iris. Und ebenfalls in der Iriswurzel, aber auch im Osmanthus würden wir das Sesquiterpenketon Ionon finden. Den Stoff Vetiveron ist es schon im Namen enthalten. Das würden wir finden im ätherischen Öl vom Vetiver. Und das Alpha- und Beta-Atlaton würden wir finden im ätherischen Öl der Zeder oder besser der Atlas-Zeder. So, und so sind die Sesquiterpenketone in ihrer Wirkweise eigentlich ähnlich oder gleichzusetzen in ihrer Art wie die Monoterpenketone. Nur, dass sie die Nebenwirkungen, die Monoterpenketone, allen voran der Schopflavende, ich hatte es auch mehrfach schon erwähnt, nicht so mit sich bringen, sondern eher die Vorteile der Monoterpenketone hier nochmal abholen und teilweise auch verstärkt zur Wirkung kommen lassen. Allen voran sehr hautverträglich, zellregenerierend, dadurch auch so ein bisschen in der Wundheilung ganz interessant. Dann sind sie auswurffördernd. Das bedeutet, gerade wenn ich jetzt eine blöde Erkältung habe und mir der Schleim zu fest, zu tief sitzt, die helfen so ein bisschen, den Schleim ein bisschen zu lockern, zu lösen und einfach beim Abhusten zu helfen. So, und in der geistigen, seelischen Ebene wirken die Sesquiterpenketone mild angstlösend. Also sie bringen uns so ein bisschen runter, entspannen etwas, sorgen so ein bisschen für innerliche Gelassenheit. Und wenn ich es jetzt so grafisch darstellen würde, die Sesquiterpene wären voll in der Mitte, die Sesquiterpen-Alkohole würden mich ein bisschen nach oben bringen, mich so ein bisschen fördern, auch ins Gespräch zu gehen. Und die Sesquiterpen-Ketone, die halten mich auch in der Mitte und erden mich aber eher, damit ich einfach wirklich wieder Stand habe, dort zur Kraft kommen kann, geben so ein bisschen Geborgenheit, innerliche Ruhe und ein bisschen Sicherheit. Aber wie alle Sesquiterpene, Sesquiterpene holen immer in die Mitte, vor allen Dingen auf geistiger Ebene. Bin ich zu down, bin ich zu tief im Keller, holen die mich ein bisschen hoch und bringen mich in die Mitte. Schlägt mir ein bisschen den Vogel raus, ich bin ein bisschen zu drüber, holen sie mich von oben ab und führen mich auch in die Mitte, aber wieder ein bisschen mehr zu mir ins Zentrum. So, und so ist natürlich zusammenfassend zu sagen, die Sesquiterpenketone eine unfassbar interessante Stoffgruppe. Auch wirklich eine Lieblingsstoffgruppe von mir, arbeite sehr gerne damit. Aber das hat halt wirklich auch den Hintergrund, einerseits sind sie sehr zellregenerierend, hautpflegend und sind in der Hautpflege und Aromapflege eigentlich nicht wegzudenken und sehr, sehr interessante ätherische Öle. Aber hinzu kommt natürlich, dass sie auf geistiger, seelischer Ebene abholen und wieder so ein bisschen mehr in die Mitte führen. Und da haben wir eben oft das Problem, wenn wir als Menschen ein bisschen zu sehr in den Seilen hängen, wir einfach niedergeschlagen, schon ein bisschen down sind oder in diese, ich sag mal, in den Wintermonaten, Herbst, Winter, in diese Melancholie fallen, dann kann unser Immunsystem aufgrund unserer geistigen Frische oder Geklärtheit dann gar nicht so arbeiten, wie es eigentlich sollte. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel den Osmanthus. Da habe ich euch auch ein Rezept vorbereitet. Da ist zum Beispiel das Sesquiterpenketon vom Ionon enthalten. Ist ein sehr angenehmer Duft, sehr stimmungsaufhellend, holt in die Mitte, holt ein bisschen ab und lässt wieder so ein bisschen in die innerliche Ruhe und Gelassenheit einkehren. Und daher möchten wir euch heute auch ein Rezept mitgeben für ein Hautpflegeöl, was zellregenerierend, so ein bisschen hautfreundlich wirkt, aber durch seine Zusammensetzung, ich sage mal vor allen Dingen der Osmanthus in Kombination mit der Bitterorange begleitet vom Weihrauch und auch von der Benzoesian,
der wirklich geistig wieder ein bisschen in die Mitte holt, seelisch in die Mitte holt, sehr, sehr angenehm riecht und euch dort unterstützend sowohl auf Geruchsebene, geistiger Ebene, als auch in der körperlichen Anwendung bei Hautproblematiken helfen kann. Und ihr würdet dafür nehmen 100 ml fettes Pflanzenöl. Ihr könnt gerne nehmen ein Mandelöl, ein Olivenöl, ein Sonnenblumenöl, was ihr gerade zur Hand habt. Wir haben uns bewusst entschieden für ein Mandelöl, weil Mandelöl einfach diese Eigenschaft hat, gerade bei stressbedingter, strapazierter, trockener, rissiger, spröder Haut und auch bei altersbedingter, strapazierter Haut so ein bisschen rückfettend und eben schon modulierend fürs Hautbild und die Hautflora zu wirken. Und dort würdet ihr rangehen mit dem ätherischen Öl vom Osmanthus. Dann nehmt ihr bitte 3 Tropfen. Dann nehmen wir 10 Tropfen vom ätherischen Öl der Bitterorange, 1 Tropfen vom Benzoesiam und 1 Tropfen vom ätherischen Öl des Weihrauchs. Und machen das Ganze dann rund noch mit 2 Tropfen vom ätherischen Öl der Zistrose. Und dann habt ihr wirklich ein Öl, was vom Bouquet her sehr, sehr angenehm riecht, euch so ein bisschen wieder zu euch holt und so ein bisschen entspannen lässt, in die Gelassenheit und die Ruhe holt. Aber ihr werdet auch von der Hautpflege her merken, damit es eigentlich auch wirklich sehr, sehr angenehm auf der Haut wirkt. So, und wie tragt ihr es am besten auf? Ich empfehle ja immer Wasserölemulsion, mache ich auch an dieser Stelle. Wer meine Videos ein bisschen verfolgt, habe das schon öfter erklärt. Gerade wenn die Haut nass oder feucht ist, zum Beispiel auch durch einen Waschlappen, dann kann ich mit relativ wenig Öl einen sogenannten Wasserölgemisch machen und verteile mir das auf die Hautareale und an die Stellen, wo ich das gerne haben möchte. Und kann dann aber auch dabei zuschauen, wie es relativ zügig in die Haut reinsaugt. Die Haut, die möchte atmen, sobald sie nass wird. Und eigentlich für Sauerstoff atmen, jetzt hat sie halt das Wasserölgemisch und das saugt es dann so richtig in sich auf. Und das, was nachher auf eurer Haut übrig bleibt, das könnt ihr dann etwa vergleichen mit diesem pH-Film der Haut, also diesem Säureschutzmantel, den ihr quasi zusätzlich dann über eure Haut drüber habt, um so ein bisschen zu schützen vor Bakterien, Viren, Keime. Und könnt auch dran riechen. Riecht halt auch sehr, sehr angenehm vom Bouquet her, was dann da übrig bleibt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was auf den Weg geben und ein bisschen weiterhelfen. Und ihr dürft uns gerne Kommentare dazu dalassen. Habt ihr es vielleicht ausprobiert? Schreibt uns bitte ein Feedback dazu. Oder aber auch sonst, wenn ihr Anregungen habt, Anmerkungen zu unserem Kanal, zu unseren Videos, lasst uns gerne Kommentare da. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr dürft auch gerne da oben den Boppel im YouTube-Kanal drücken und unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch bald wieder dazuschaltet. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Euer Olsen von Olsen. Tschüss, macht's gut. This year on 3rd of March, I walk all day. He know he wasn't alone and all should be that way. Every morning he gets up and goes to work again.